da einmal nachfragen darf, weil wir sind ja gerade in der inhaltlichen Debatte. Aber wenn wir jetzt über Grundordnung sprechen, der FC Bayern hat ja jetzt in den letzten Tagen, Wochen etwas instabiler gewirkt mit der Grundordnung der Dreierkette, zum Beispiel im Spielaufbau und auch in der Defensivbewegung, also im Spiel gegen den Ball. Also ich habe den FC Bayern in den letzten Jahren immer dann am stärksten gesehen, wenn über Monate hinweg konstant in der Grundordnung 4-2-3-1 gespielt wurde. Daher die Frage. Ja, gerne. Unsere schlechtesten drei Halbzeiten dieses Jahr waren jeweils im 4-2-1. Offensiv wie defensiv. Bochum als Beispiel. Kräuter führt erste Halbzeit 4-1, war jetzt offensiv auch kein Feuerwerk. Es ist selten eine Idee der Grundordnung. Aber ich weiß tatsächlich, in welcher Grundordnung der FC Bayern seit Jahren spielt und weiß auch, dass das immer wieder diskutiert wird. Aber es ist kein großes Problem damit. Diskutiere da gerne mit und treffe dann trotzdem gerne die Entscheidung beim Trainerteam und der Mannschaft so, wie wir es für richtig halten. Dann kommen wir zu Dirk Adam für